Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück und ich habe in der letzten Folge so viel von Frieden gesprochen. Aber jetzt ist etwas... Dabei habe ich etwas Entscheidendes übersehen. Es herrscht schon wieder Krieg in Europa. Und ein Krieg, der uns durchaus berührt, betrifft, muss ich mal sagen. Denn, schaut euch das mal an, hier ist Luca. Luca ist noch selbstständig, unabhängig. Luca... Ja, Italien möchte natürlich sich komplett vereinen und auch Luca bekommen, aber Luca ist verbündet mit Österreich-Ungarn. Und das führte nun zu einem Kriegsausbruch, den ich noch nicht mitbekommen hatte, weil ich Italien noch nicht in meine Liste der interessanten Länder aufgenommen habe. Deswegen habe ich da keine Botschaft bekommen. Tja, und wie sieht's aus? Was ist das für ein Krieg? Schaut euch das mal an. Frankreich. An der Seite von Italien gegen Österreich-Ungarn und Lucca. Italienische Wiederherstellung der Ordnung. Sie wollen, ja, Lucca erobern, natürlich. Oh Mann, hier geht's gut los. Ich weiß nicht. Das betrifft jetzt wirklich unser Interessensbereich. Es betrifft unseren Bündnispartner, unsere mögliche neue Sphärenmitglied Österreich-Ungarn. Die können wir eigentlich jetzt nicht allein lassen bei dieser Sache. Noch können wir nicht in den Krieg eintreten. Puh, okay, bevor wir uns um diese Sache kümmern, wir müssen eine Sache, die ich letztes Mal nicht gemacht habe, nicht machen wollte, wir müssen uns mal um eine andere wichtige Sache kümmern, nämlich ein bisschen um unsere Schwerpunkte in den Regionen. Dazu habe ich mir nochmal kurz unsere Industriestruktur mal angeguckt und interessanterweise, was sind unsere wichtigen großen Industrieregionen? Interessanterweise Oberbayern, Niederbayern, Brandenburg, Sachsen... Ja, und das Rheinland vielleicht noch. Aber eher sind es diese vier vor allem wichtig. Erstaunlicherweise ziemlich abgehängt, muss ich mal sagen. Ja, eben das Rheinland, das hätte ich... Das Ruhrgebiet, wo sind die? Ich meinte, es ist schwach. Da entwickelt sich nichts. Westfalen. Also die Kapitalisten im Ruhrgebiet, die sind... Der Niederrhein hier, das ist alles traurig. Traurig, traurig, traurig. Die sind nicht besonders stark. Aber wir müssen, wir sollten mal unsere... Foki ändern. Und ich habe gesehen, Eisenbahn in Oberbayern ist ein Problem. Schaut euch das mal an. Deutlich niedriger als im Vergleich. Da werden wir jetzt mal den Fokus ändern auf Eisenbahn. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit. Dann brauchen wir, also dann brauchen wir in Brandenburg keine Ermutigungen mehr für Angestellte. Da sind schon sehr, sehr viele. Da machen wir mal was ganz anderes. Wir werden mal hier die Parteiloyalität für Konservative erhöhen. In Berlin, Potsdam, Brandenburg ist das doch eine feine Sache, denke ich. Dann habe ich mir überlegt, in Westfalen, schaut euch mal an, 0,0% Kapitalisten, da müssen wir was tun. Aber zuerst müssen wir woanders einen entfernen. Und wo will ich einen entfernen? Vielleicht hier im Rheinland. Das bringt irgendwie nicht so viel. So, Westfalen, da... werde ich jetzt mal Kapitalisten stärken. Wo haben wir sie? Hier haben wir sie. Okay. Und in Schlesien, so war mein Plan, da gibt es großen Mangel an Angestellten. Das werden wir auch nochmal tun. Bürokraten, ne, wo haben wir sie? Hier, Angestellte. So, damit haben wir erstmal diese wichtige Geschichte erledigt. Und jetzt kümmern wir uns um die Außenpolitik. Sehr, sehr wichtig. Wir gucken mal, wir können noch nicht eintreten, aber wir verfolgen jetzt mal aufmerksam, was hier los ist. Und jetzt kommt es auch schon. Militärzugang von Frankreich. Also, dass sie sich diese Frechheit auch noch trauen, uns das zu fragen. Das lehnen wir natürlich ab, ist ganz klar. Ich weiß nicht, ist schon der Moment gekommen, um unsere Truppen hier zu verstärken? Also, beziehungsweise den Unterhalt zu erhöhen? Bin mir nicht ganz sicher. Das kostet natürlich verdammt viel Geld. Da müssen wir wieder komplett auf Kriegswirtschaft umsteigen. Ach Mensch, das passt mir ja gar nicht in den Kram. So eine Friedenssehnsucht. Auf jeden Fall brauchen wir hier dreimal Infanterie. Ich gucke jetzt erstmal, wo wir Infanterie brauchen. Was haben wir hier? Auch hier brauchen wir dreimal Infanterie. Sechsmal Linie. Ich habe jetzt auch gar nicht geachtet auf Linie oder Garde, aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Hier ist alles, hier ist alles, hier ist alles. Okay, dann gucken wir uns das doch nochmal an. Ist hier Garde dabei? Einmal Garde, ja.
Einmal Garde sollte mindestens drin sein. Die Garde ist auch dabei. Dann werden wir jetzt erstmal 6-mal Linieninfanterie nochmal nachbauen. Ja, ganz normale Linieninfanterie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist das Entscheidende gewesen. Ach nee, hier. Nee, hier ist alles gut. Warum sind das nur 39.000? Ach so, weil hier auch nicht alle Pops stark genug sind, um die zu ersetzen. Na gut, lassen wir das erstmal entstehen und ansonsten gucken wir mal ein bisschen an. Oh, hier wird auch gleich, wir sehen es schon, hier wird auch gleich Österreich-Ungarn verlieren, tragischerweise. Oder? Vielleicht können sie sich noch berappeln. Was haben wir hier? Schwerwiegende Beleidigung, auch das noch. Ach, in Punjab, einer Gruppe von deutschen Bürgern, die das Deutsche Kaiserreich auf eine Expedition nach Punjab verlassen hat, wurde brüsk die Einreise verwehrt. Ja, okay. Isolationistische Politik. Ich glaube, wir hatten schon mal was Ähnliches. Natürlich werden wir hier diesen Kriegsgrund nehmen, die Beziehung in Kauf nehmen, aber derzeit werden wir vermutlich das nicht akzeptieren. Also solche symbolistischen Spielereien auch, ich weiß, es gibt einige Befürworter an den Zuschauern, dass man das doch mal machen könnte, aber das läge Bismarck total fern. Im Übrigen hat Österreich-Ungarn hier gewonnen, was mich wirklich erfreut. Osmanen wenden sich auch gegen. Vielleicht sind sie ja doch stärker, als ich dachte. Wir gucken uns das nochmal in der Diplomatie an. Oh nee, aber schau dir das mal an, die Militärstärke spricht eine eindeutige Sprache. Naja, wir können eh erst einsteigen, wenn Österreich-Ungarn am Verlieren ist. Derzeit schlagen sie sich echt ganz gut. Vermutlich haben sie mobilisiert. Dadurch können sie jetzt erstmal die französischen Armeen richtig wegknappen. Okay. Das hat sich schon erledigt, die Sache. Italien hat das durchgesetzt. Sie haben Lucca annektiert. Ja, das war's. Aufregung vorbei. Gott sei Dank haben wir nicht den Etat hochgesetzt. Oder? Ach nee, Österreich-Ungarn kämpft weiter. Ah, das ist nur ein Separatfrieden gewesen. Und sie haben sogar schon ein Kriegsziel hinzugefügt. Das ist aber jetzt verwirrend. Lucca erwirbt Emilia, aber Lucca existiert ja jetzt gar nicht mehr. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Das ist hochinteressant, was hier passiert. Hochinteressant. Mailand ist besetzt. Vielleicht sollten wir nicht ganz so schnell machen. Puh, okay, das ist unsere Transportflotte. Wir werden die mal wo stationieren wie die? Die stationieren wir mal in Emden. Das klingt doch ganz nach kaiserzeitlicher Flotte. Und vielleicht stationieren wir doch auch mal gleich hier das 5. Korps in Emden. Das ist dann unser potenzielles Expeditionskorps. Auch das klingt irgendwie wie geplant. So, mehr haben wir jetzt erstmal nicht zu bieten. Ja, ich bin mir so ein bisschen unsicher. Sollten wir jetzt schon mal die Finanzierung hochschrauben, um gegebenenfalls in diesen Krieg einzutreten? Jetzt sieht es nämlich gar nicht mehr so toll aus für Österreich-Ungarn. Ach Mensch. Wir können uns keiner Seite anschließen, die Kriegsziele hinzugefügt hat, außer Status Quo. Oh, schade. Also, die haben hier kein Kriegsziel. Toll. Also das war ja sehr clever von Österreich-Ungarn, dass sie das getan haben. Wir hätten ihnen ja echt geholfen, aber sie müssen uns auch lassen. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Schweden ist auch am Verlieren. Also unsere Verbündeten geben hier kein gutes Bild ab. Schade drum. Wirklich schade drum. Ich hätte da eingegriffen. Na gut. Kann man nichts machen. Warum haben wir denn doch so viele Schiffe gebaut? Ah, verdammt, da habe ich mich wohl getäuscht in der Zählung. Nee, wir haben aus Versehen die Handelszerstörer da jetzt mitgeschickt. Ach Mensch.
Was für ein Quatsch. Jetzt müssen wir das wieder neu machen. Oh, ho, 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 ho. Leider kann man das hier noch nicht typweise verändern. Aber es ist ja Gott sei Dank hübsch sortiert. Tja, ja. Tja, ja. Jetzt ist auch noch... jetzt habe ich auch noch den falschen Admiral. Gott. Aber so ist das bei einer Nation, die in sowas keine Erfahrung hat. Los, komm. Wir werden ihn erstmal hier wieder abberufen. Alles klar. Hier müssten ja noch weitere Klippertransporte entstehen. Und jetzt kommt hier wieder der Admiral. Den haben wir so. Und jetzt sollte alles in Ordnung sein. Und auch der fährt noch dahin. Ich hoffe, wir können bald... ja, 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 alles klar. Oh, ein internationaler Konflikt. Da müssen wir mal reinkommen. Da müssen wir mal reingucken. Was ist hier los? Ein internationaler Konflikt. Großbritannien. Oder was ist das hier? Punjabisch-Beluchistan. Konflikt um die Rückgewinnung rechtmäßiger Gebiete von Afghanistan. Noch gibt es keine Großmacht, die sich da einmischt. Großbritannien unterstützt Punjab. Also wir wollen eigentlich da keine antibritische Linie fahren. Okay. Eigentlich sind uns diese Gegenden sehr fremd derzeit. Sehr, sehr fremd, muss man mal sagen. Und insofern, ich glaube aber, wir verlieren Prestige, wenn wir da gar nichts tun. Was gibt es hier noch für Neuigkeiten? Geburt auf Berggipfel. Während Bergaufstiegs erkrankte Frau wird von zwei Begleitern zur Schutzhütte auf 4000 Metern gebracht. Mann, 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 Mann. Was ist hier alles los? Ja, was machen wir denn jetzt? Afghanistan. Ach so, Afghanistan bittet uns ja auch noch. Nee, Leute. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ja, ich will ja eine Seite wählen, aber ich will nicht die Seite wählen. Ablehnen. Aha! Ah, sie hatten uns gefragt, deswegen das Zeichen. Okay. Okay, alles klar, der Konflikt ist beendet. Ja, leichte Verwirrung im deutschen Außenministerium, was das hier alles für eine Bedeutung haben sollte, aber die Sache hat sich geklärt. Wir können weiter hier zuschauen, aber nicht nur das, wir können auch handeln. Wir können mal vermutlich wieder in Belgien aktiv werden. Ja, die Meinung steigern, auch vertraut, und als nächstes käme dann schon die Sphäre. Sehr gut. Wie sieht es hier aus? Es sieht so aus, dass hier noch ein paar österreichische Einheiten sind. Hier auch. Hier wird nochmal fleißig mobilisiert. Hier wird Brescia zurückerobert. Hier wird Mailand wieder erobert. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass vermutlich Österreich auf lange Sicht keine Chance hat, wenn man sich hier die gesamte Militärstärke mal anguckt. 188 gegen 49. Wahnsinn. Wahnsinn. Der Kriegsstand ist auch schon bei plus 15. Das geht nicht gut aus. Aber was wollen die? Das ist die Frage. Kriegen sie hier noch weitere Kriegsziele? Das ist spannend. Günstiger Stahl ist erforscht worden. Oh, und das ist wichtig für uns. Sehr wichtig. Die Produktionsleistung von Kohle und Eisen wird damit immens steigen. Und wir können mal wieder einen Forschungswurf machen. Und ich glaube, wir sind ja schon im Jahr 1870. Das heißt, es ist wieder Armee. Forschung möglich. Deswegen habe ich die Würfel die Aufteilung neu verteilt. Armee ist wieder dabei. Ich habe es aber gleichmäßig jetzt mal gemacht. Also 1 bis 4 Armee und so weiter. 13 habe ich gewürfelt. Das heißt Kultur. Na, wer hätte das gedacht? Kultur. Machen wir als nächstes, ich finde, das passt am besten, Nationalismus und Imperialismus. Ein neuer Fokus bekommen wir.
und Kriegsrechtfertigungseffizienz, auch ein schönes Wort, plus 0,1% Forschung beginnen. Wird eine Zeit dauern, ehe wir das hinkriegen. Okay. Tja, durch diese Unterstützung, durch die Subvention von Schweden, die leider überhaupt nichts bringen, verlieren wir natürlich auch eine Menge Geld. Aber, tja, ich weiß nicht, sollen wir die da vielleicht zurückziehen? Aber vielleicht können sie sich noch so ein bisschen länger halten oder ein bisschen mehr erreichen. Ich weiß es nicht. Italien hat mobilisiert. Gut, wir können auch mal wieder ein bisschen... Oh, was haben wir hier? Wir haben eine Revolte in Fulda. Jetzt geht's ja los. Jetzt geht's ja los, aber ich denke, wir müssen nicht nervös werden. Wir haben ja hier eine große Anzahl von... Wollen wir das erste Korps schicken? Nee, wollen wir nicht. Wir schicken dieses hier. Die haben natürlich eine ganz schlechte Organisation. Die Frage ist, ob sie es trotzdem hinkriegen. Ich weiß es nicht. Nee, da geht ihr mal bitte nicht lang. Ihr vereint euch mal mit dieser Armee in Gießen. Und irgendwo haben wir doch noch einen 3000er. Ja, genau. Den brauchen wir da auch. Dann ist die nämlich sowieso vollzählig. Das wird das dritte Korps versuchen. Mal gucken, ob sie das trotz extrem schlechter Organisation, eben aufgrund der Friedenszeiten, aufgrund der geringeren Versorgung, mal gucken, ob sie es trotzdem gebacken kriegen hier. Oh Mann. Wahnsinn. Aber wir sind natürlich zahlenmäßig total überlegen. Ja, ist ja kein Problem. Okay. Schweden akzeptiert das Friedensangebot des Zarenreiches. Nordnorge wird von dem Zarenreich nun erobert. Puh, damit ist Schweden nun deutlich kleiner geworden, was nicht so schön ist. Das gefällt uns gar nicht. Die Niederländer haben hier fleißig mitgekämpft, aber wir haben Gott sei Dank die Rebellen niedergeschlagen. Ein so eine Rebellenarmee ist kein Problem. Wenn sie gleichzeitig überall auftreten, könnte es vielleicht ein Problemchen werden. Aber wir wollen mal nicht das Schlimmste hoffen. So, ich will mal ganz kurz gucken. Wir haben sehr viele Diplomatiepunkte. Ob wir, oh ja, mit den Niederlanden sollten wir unbedingt die Beziehung verbessern. Das sollten wir jetzt eigentlich systematisch machen. Andere Länder kommen da gar nicht so sehr mehr in Frage. In Belgien müssen wir nur aufpassen, bis wir hier sie in die Sphäre holen können. Das ist nämlich gar nicht mehr so lang hin. So, Niederlande hat demobilisiert. Alles klar. Großbritannien, Osmanen, die ärgern sich. Frankreich möchte jetzt die Weltgeltung von Österreich-Ungarn reduzieren. Okay, das ist vielleicht gar nicht so das Schlechteste, muss ich mal sagen. Das führt dauerhaft dazu, dass Österreich-Ungarn aus dem Bereich der Großmächte herausfällt. Und das ermöglicht uns, dann sie in die Sphäre zu holen. Das finde ich doch in Ordnung. Konflikt verhindert, das haben wir mitbekommen. Ägyptische Beleidigung, das sieht uns nicht. Russisches Zarenreich dehnt sich schon wieder aus. Frechheit. Alles andere ist nicht so sehr interessant. Eine neue Partei in Frankreich habe ich noch im Augenwinkel gesehen. Aber gut. Wir verfolgen hier ein bisschen die Kämpfe in Italien und Österreich. Hier sieht es schlecht aus. Sieht überhaupt schlecht aus für Österreich. Die haben das verloren. Die werden an Weltgeltung verlieren. Hoffentlich nicht noch mehr an Terrain, das ist natürlich auch möglich, dass wir noch Norditalien verlieren. Ehrlich gesagt sogar gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber okay, wir werden es sehen. Ja, da haben wir es. Österreich-Ungarn ist nicht mehr Großmacht. Und das müssen wir jetzt nutzen. Das müssen wir sofort nutzen, um hier mit voller Power einzusteigen. Wir sind doch sowieso die besten Freunde. Das sollten die besten Voraussetzungen jetzt auch dafür sein. Was ist hier in Schweden los eigentlich? Da sind wir gut am Start. Ich glaube, gibt es da eigentlich Konkurrenz? Herzlich. Aber nicht. Dann werden wir mal den Tick hier rausnehmen. Ich glaube, hier brauchen wir uns nicht mehr verteidigen. Wie sieht es hier aus? Ach, die Franzosen sind nicht wirklich gefährlich. Belgien machen wir noch weiter volle Pulle. Das ist auch so in Ordnung. Wir werden hier noch einmal die Beziehung in Holland verbessern und ansonsten jetzt auf Österreich, Ungarn und ein neues Land in unserer Sphäre setzen. Das hat also durchaus auch etwas Gutes, dieser Krieg, in den Österreich, Ungarn verwickelt ist. Ja, also mit diesem
kurzem Ausblick beenden wir erstmal die Folge. Ich freue mich drauf, wenn es weitergeht. 1870 haben wir es. Bis bald. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge, besser gesagt. Euer Steinmalen.